Ich freue mich, ihr Lieben, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Erst hatte ich so den Eindruck, ihr seid so eine richtige hiesige Gemeinde geworden. Wir kommen immer auf die letzten 2 Minuten. Aber als dann die Uhr voll wurde, dann war ich froh, dass ihr alle hier in diesem Saal seid. Herzlich willkommen auch unseren lieben Gästen und Freunden, die von auswärts gekommen sind. Ladet ein zu dieser Bibelwoche. Wir wollen miteinander den 2. Teil des Hebräerbriefes betrachten. Ihr habt heute Morgen schon gehört, wie gewaltig die Botschaft ist. Das ist die Hauptsache, davon wir reden. Alles andere in dieser Welt ist Nebensache, ihr Lieben. So zweitrangig, so unwichtig. Paulus sagt, ich achte alles für Kot, auf das ich Christum gewinne. Nun wollen wir in dieser Woche wieder gewinnen, ihr Lieben. Wir wollen Christum gewinnen. Und ich lade euch dazu ein, dass wir mehr von seinem Wort gewinnen, mehr von seinem Himmel gewinnen, so wie wir es heute Morgen schon hörten. Er will uns für den Himmel zubereiten, unser himmlischer hoher Priester. Ja, in der Zwischenzeit sind 4 Monate vergangen, als ich das letzte Mal bei euch war. Ihr habt hier euren Dienst hier getan. Ich habe öfters im Gebet an die Arbeit bei euch gedacht. Und ich weiß, dass auch manche im Gebet an unseren Dienst denken. In diesen 4 Monaten bin ich wieder 20.000 Kilometer gefahren fürs Evangelium in Deutschland und über die Grenzen Deutschlands hinaus. Welch eine Gnade, dass wir noch die Freiheit haben, dass wir noch die Möglichkeit haben, für den Herrn unterwegs zu sein. Herzliche Grüße von unseren Glaubensgeschwistern aus Israel. Wir durften letztes Jahr 4-mal mit ihnen Gemeinschaft haben. In diesem Jahr werden wir nur 3-mal ins Heilige Land fahren. Unsere April-Osterreise ist schon seit Dezember überfüllt. Aber im Sommer und im Herbst haben wir noch freie Plätze. Es ist uns immer wieder eine Freude, das Heilige Land zu besuchen, weil es das Land der Ewigkeit ist. Das wird nie langweilig, auch wenn man öfters hinfährt. Und wir haben Kontakt mit unseren Geschwistern dort. Der Apostel Paulus sagt in Römer 15, wenn wir von ihnen die geistlichen Güter bekommen haben, so ist es wohlwürdig und wert, dass wir ihnen an leiblichen Gütern Wohltat tun. Und das ist auch so unser stiller Missionsdienst. Der steht da nicht in der Tageszeitung, steht auch kaum in unserer Zeitung, weil die eine Hand ja nicht wissen soll, was die andere tut, aber der Herr weiß es. Und das ist wunderbar, ihr Lieben. Nun haben wir ja einen Brief an die Hebräer. Man weiß nicht, wie viele Hebräer gegenwärtig auf der Welt sind, die an den Herrn Jesus glauben. Wie viele Hebräer insgesamt da sind, das weiß man. Es sind knapp 16 Millionen. 4 davon wohnen im Heiligen Lande, rund 4 Millionen Israeliten. Und 6 Millionen wohnen noch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Über 2 Millionen in New York. Und die wiedergeborenen gläubigen Brüder und Schwestern sind sehr in Sorge. In Israel, wenn die Juden der Welt nicht nach Israel kommen, dann werden sie wohl unter den Weltvölkern umkommen. Aber bevor das Gericht Gottes kommt, auch über Amerika und all die anderen Länder, es sind ja weit über 2 Millionen Juden auch noch in Russland, die gern kommen wollten, aber nicht dürfen, da sammelt der Herr auch aus dem jüdischen Volk seine Gemeinde. Man sagt, dass in USA weit über 100.000 Juden an den Herrn Jesus glauben, als ihren Heiland. Ich habe lange Zeit eine Zeitung in englischer Sprache bekommen. Wir haben ja selbst unsere Radiostationen Amerika, obwohl wir nach Kanada hineinsenden, aber sie steht nun in Amerika auf der Grenze. Und als ich dann diese ganzen Unterlagen in die Hand bekam, ich muss ja dann immer als Missionsleiter unterschreiben, muss jedes Jahr neu unterschrieben werden. Und da staunte ich, als ich las, in Amerika gibt es 600 Radiostationen und 90 davon senden nur in hebräischer und englischer Sprache für die Juden von Nordamerika, dass sie zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Ach ihr Lieben, das hat mich bewegt, dass auch der Herr unter seinem alttestamentlichen Volk Israel seine lebendige Gemeinde hat. Ob es nun in Israel selber ist, im Heiligen Lande, wo man sagt, es wären einige Tausend, oder ob es in Amerika ist oder woanders auf der Welt, der Herr baut überall seine Gemeinde. Nun stellt euch vor, der Hebräerbrief ist an solche blutsmäßigen Söhne und Töchter Abrahams geschrieben, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, die in dem Herrn Jesus ihren Messias erkannt haben, aber die nicht die letzte Tiefe
der Erfüllung erkannt haben, die ihr Messias, wir sagen Jesus Christus, die ihr Messias ihnen gebracht hat. Sie sagen ja Jeschua oder Jehoshua, je nachdem, wie man es ausspricht. Und dann sagen sie Messias, etwas anders als wir. Und daraus ist ja, ihr wisst, Christus und dann Christus geworden. Also wenn wir Jesus Christus sagen, sprechen wir Hebräisch und meinen den hebräischen Messias, den Sohn Gottes, den Erstgeborenen. Wir hörten ja in Hebräer 1, 20 verschiedene Offenbarungen Gottes über seinen geliebten Sohn in einem einzigen Kapitel. Ihr Lieben, das ist gewaltig. Und diese wiedergeborenen gläubigen Hebräer oder diese Judenchristen, wie man sagt, oder messianisch gläubige Juden, sie waren natürlich nur ein kleiner Teil. Ein großer Teil des israelischen Volkes hat bis heute den Messias noch nicht erkannt. Aber durch alle Jahrtausende hindurch war immer ein gläubiger Überrest. Das war beim Elia, die 7000, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt hatten. Das war der Überrest, von dem Jesaja und Hosea geredet haben. Das war der Überrest, als unser Herr auf der Erde war, die paar Fischer vom See Genezareth. Und dieser alte Hanna und dieser Simeon im Tempel sind immer so einige gewesen. Aber diese einigen werden auf die Dauer viele werden. Wenn man jetzt 2000 Jahre auf die Geschichte der Gemeinde Jesu zurückblickt, wo wir sagen müssen, das sind doch Millionen und Abermillionen, wenn nicht Milliarden von Menschen aus den Heiden selig geworden. Da sind gewiss auch viele, viele aus dem Volke Israel dabei. Und nun schreibt eben der Schreiber des Hebräerbriefes an dieses sein eigenes Volk. Und er schreibt in der Art und Weise, wie es dieses sein eigenes Volk verstehen kann. Nämlich aus dem Hintergrund der Geschichte, die Gott mit Israel gemacht hat von Abraham an. Und wir müssen sehr bewandert sein im Alten Testament, ihr Lieben. Oder es wird uns das Alte Testament durch den Hebräerbrief aufgeschlossen. Wenn wir nämlich, was hier alles geschrieben steht über das Hohepriestertum unseres Herrn, wenn wir nämlich das alles recht verstehen wollen. Heute Morgen hörten wir nun von dem besseren Bund. Gott hat mit Israel einen Bund gemacht. Im ersten Augenblick sind wir erschüttert. Gott hat mit den Heidenvölkern nie einen Bund gemacht. Gott hat auch mit Menschen aus den Heiden nie einen Bund gemacht. Als unser Heiland zu seinen Jüngern sagte, der neue Bund in meinem Blut. Ja, dann sagte er es zu seinen 11 Jüngern. Der 12. ist ja hinausgegangen. Und diese 11 Jünger waren die Männer vom See Genezareth. Das waren blutsmäßige Israeliten. Der alte Bund war mit Israel gemacht. Der neue Bund war auch mit Israel gemacht. Aber das ist das Wunder der Barmherzigkeit Gottes, dass wir voll in diesen Bund berufen sind, wenn auch keiner von den Heidenvölkern dabei war, als unser Heiland auf Erden diesen Bund mit seinen Jüngern machte. Gilt doch für uns, wir sind als wilde Ölzweige hineingepfropft in den guten Ölbaum. Und alles, was der Herr durch sein Volk Israel gegeben hat, das hat er uns gegeben. Also hat Gott die Welt geliebt. Dich und mich hat er geliebt. Ach, ihr Lieben, wir sind berufen zu diesem neuen Bund. Ja, aber nun kommen wir in das 9. Kapitel hinein. Und wir haben ja insgesamt 10 Versammlungen, um den 2. Teil des Hebräerbriefes miteinander zu betrachten. Und wundert euch nun nicht, wenn diese letzten Kapitel jetzt aufgeteilt werden müssen. Wir werden heute nur bis zum 14. Vers kommen. Wir werden morgen den 2. Teil von Hebräer 9 betrachten. Wir werden dann am Dienstag und Mittwoch 2 Tage brauchen, um Hebräer 10 zu betrachten. Und dann wieder 2 Abendverkündigungsstunden für Hebräer 11. Das Kapitel der Glaubensväter. 25 Mal steht in Hebräer 11 durch den Glauben. Ach ihr Lieben, das ist gewaltig. Und dann kommt der Glaubenskampf. Also erst Hebräer 11, die alttestamentlich Glaubenshelden. Und nun Hebräer 12, wir im Neuen Testament. Wir sollen auch kämpfen in dem Kampf, der uns verordnet ist.
Ja, und dann ist die Woche schon wieder rum, ihr Lieben. Dann kommt der Samstag und Sonntag und wir schließen den Hebräerbrief wieder ab. Gerade wenn wir uns mit dem Worte der Ewigkeit befassen, merken wir am stärksten, wie vergänglich unser Leben ist. Man freut sich auf eine Bibelwoche, man lädt ein dazu, man betet dafür, Wochen, Monate lang. Und dann auf einmal ist die Bibelwoche vorbei. Ja, wie kommt denn das? Warum kann man diese Ewigkeit nicht festhalten? Nun, ihr Lieben, wir können sie äußerlich nicht festhalten, weil wir auch noch im vergänglichen Fleisch leben. Aber innerlich können wir alles festhalten, mitnehmen. Der Heilige Geist kann es uns innerlich verklären. Nun, ihr Lieben, ich musste noch mal etwas eine längere Einleitung machen, weil wir ja jetzt im Kapitel 9 fortfahren, damit wir den Anschluss haben an den ersten Teil, den wir hier schon vor Monaten betrachtet haben, und nun den Übergang in das gewaltige 9. Kapitel hinein. Es geht hier um das einmalige Opfer, um das einmalige hohe Priestertum unseres Heilandes Jesu Christi. Und diese 14 Verse, die zur Betrachtung stehen, die sind so gewaltig, dass wir am besten immer einen Vers oder zwei Verse zusammenlesen oder Zusammenhänge lesen und dass wir dann eine Auslegung versuchen. Wenn wir also jetzt in einer judenchristlichen Gemeinde wären, in Jerusalem oder irgendwo am See Genezareth, oder wir wären damals die Empfänger des Hebräerbriefes gewesen, über das, was jetzt hier geschrieben steht, das würden wir vielleicht viel besser begreifen. Aber der Heilige Geist wohnt ja in unseren Herzen und somit werden wir das recht verstehen, was hier der Schreiber des Hebräerbriefes durch den Heiligen Geist erleuchtet und sagen will. Hebräer 9 ab Vers 1, es hatte zwar auch der erste Bund seine Ordnungen für den Gottesdienst und für sein irdisches Heiligtum, denn die Stiftshütte war da errichtet. In manchen Luther-Übersetzungen heißt es nur die Hütte. Wörtlich heißt es ja das Zelt. Und ich muss das gleich vorwegnehmen, bevor ich weiterlese. Das, was hier im Zelt, in der Stiftshütte, im Tempel im Alten Testament aufgebaut war, nach dem Bild, was Mose vom Himmel gesehen hat, das ist natürlich ein Sinnbild auf den Herrn Jesus gewesen. Wenn ihr nun in den alten Luther-Übersetzungen Hütte lest, dann denkt, es steht Zelt. Und dann denkt an Johannes 1, Vers 14, wo es wörtlich heißt, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Da steht wörtlich im Grundtext, es zeltete unter uns. Was im Alten Testament das Zelt, die Stiftshütte, das Stiftzelt war, war ein Sinnbild auf unseren Herrn Jesus. Deswegen steht hier geschrieben, der erste Bund hatte auch seine Ordnung für den Gottesdienst und für das irdische Heiligtum. Warum hatte dieser erste Bund seine Ordnung? Weil der erste Bund ein Sinnbild, ein Abbild auf den neuen Bund war, auf das Neue Testament. Und wenn jetzt hier der Schreiber des Hebräerbriefes die Stiftshütte oder das Stiftzelt aus dem Alten Testament beschreibt, dann war natürlich den Hebräern klar, was er damit meinte. Was ihnen nicht klar war, sonst hätte der Schreiber diesen Brief nicht schreiben müssen, das ist gewesen, dass sie nicht erkannt haben, dass das ganze Alte Testament ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus war. Nun wollen wir mal auf diesem Hintergrund mitlesen und mitdenken, dass die Stiftshütte, dass der Tempel im Alten Bund ein Sinnbild auf den Herrn Jesus war. Denn die Stiftshütte war da errichtet. In ihrem vorderen Teil waren der Leuchter, der Tisch und die Schaubrote, das heißt das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang war der Teil der Stiftshütte, der genannt wird das Allerheiligste. Hier stand das goldene Räucherfass und die Bundeslade, die ganz mit Gold überzogen war. In ihr war der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes.
des alten Bundes, die Gesetzestafeln vom Sinai. Über ihr standen die Cherubim der Herrlichkeit, die den Gnadenthron überschatteten. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen Not zu reden. Ich unterbreche jetzt erstmal. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat also Zuhörer oder Empfänger oder Leser seines Briefes, wo er nicht Not hat, über diese Dinge zu reden, weil die vom Alten Testament her zu bekannt waren. Es stand ja 1500 Jahre lang im Alten Testament, von Mose bis dass der Heiland kam. Jeder Israelit konnte das in seiner hebräischen Muttersprache nachlesen. Und wenn die Israeliten in den Tempel kamen, wurden sie belehrt. Die Frauen kamen in den Frauenvorhof, die Männer in den Männervorhof bis zum Brandopferaltar. Und dann gingen die Priester vom Brandopferaltar in das Heilige und der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste. Selbst wenn die Israeliten nicht hineingehen konnten, wurden sie aber belehrt, wie es im Inneren des Tempels war und was der Gottesdienst im Inneren des Tempels für das Volk Israel für eine Bedeutung hatte. Nun, ihr Lieben, so weit, so gut. Für die Israeliten ist also eine Belehrung nicht nötig gewesen. Deswegen heißt es hier so wunderbar in Vers 5, von diesen Dingen ist jetzt nicht Not, im Einzelnen zu reden. Die waren den Kindern Israel bekannt. Ihr lieben Geschwister, sind sie uns allen bekannt? Ich möchte mich nicht zu lange bei diesen Versen aufhalten, aber ich möchte am liebsten jetzt mit euch eine volle Bibelwoche halten, ja vielleicht eine Freizeit von 14 Tagen, wo wir morgens und abends zusammenkommen, jeweils anderthalb bis zwei Stunden. Und dann müssten wir mal im Alten Testament die Stiftshütte betrachten. Die Beschreibung beginnt in 2. Mose 25 und endet mit einigen Unterbrechungen in 2. Mose Kapitel 40. Dort wird alles genau bis aufs Letzte beschrieben. Als ich früher das gelesen habe, ich war suchen und noch nicht ganz durchgedrungen zum Glauben, aber suchende Seele, bevor man die Wiedergeburt erfährt, dann wirkt der Heilige Geist an einem, und ich habe auch schon hier und da im Alten und im Neuen Testament gelesen, und wenn ich im Alten Testament diese spannenden Erzvätergeschichten las, das hat mich sehr bewegt. Aber wenn ich dann zur Stiftshütte kam, dann wusste ich nichts mehr damit anzufangen. Warum nicht? Weil ich nicht den Jesus im Herzen hatte. In dem Augenblick aber, als ich wiedergeboren war aus dem Heiligen Geist und die erste Bibelwoche erlebte, über die Stiftshütte, ich war kaum gläubig geworden. Ich kam im August zum Glauben und im September war eine Bibelwoche über die Stiftshütte. Ja, ihr Lieben, dann sprach mich jeder Vers und jedes Wort an, was das alttestamentliche Heiligtum für eine Bedeutung hat. Es war ein Sinnbild und ein Abbild auf den Herrn Jesus Christus. Der Jesus Christus kommt in Niedrigkeit. Keine Gestalt noch schöne, sagt Israel. Da war keiner, der uns gefallen hätte. Jesaja 53. Und so war die Stifte danach außen unansehlich. Dachsfelle waren oben drüber. So heißt es in den Luther-Übersetzungen. Wörtlich heißt es Seekuhfelle. Irgendetwas Graues, Braunes, was gegerbt war. Im Mittelmeer hat man wahrscheinlich diese Seekühe, diese Seeelefanten gefangen. Und die Haut, die war ja ganz besonders wasserundurchlässig. Und oben über der Stiftshütte drüber, besonders wenn es im Winter regnete, und in Israel kann es regnen. Es hat in Israel eine Woche geregnet, dass der See Genezareth gleich einen halben Meter gestiegen ist. Ihr könnt euch mal ausrechnen, wie viele Millionen Kubikmeter Wasser da vom Himmel kommen. Und diese Stiftshütte hatte nun Seekuhfelle oben drüber. Sah ganz unansehnlich aus. Aber inwendig war sie alles aus Gold, Akazienholz. Und jedes Brett und jeder Riegel und jeder Stab und alles, was im Heiligtum gemacht war, der Leuchter, der Schaubrottisch, alles war mit purem Gold überzogen. Es wird bei Salomo erzählt, dass 100.000 Zentner von Gold verbaut worden sind. Als die Römer Jerusalem eroberten, 70 nach Christus, und der Tempel brannte, ist von der Hitze das Gold von den Wänden geflossen, ist über den Tempelvorhof geflossen.
ist in die Ritze der Tempelmauern geflossen und erstarrte dort. Und die römischen Soldaten wollten nur das Gold heraushaben und haben buchstäblich keinen Stein auf dem anderen gelassen, um das Gold zu bekommen. Hunderttausende von Zentnern von Gold. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe, ihr lieben Geschwister, das ist das Leben unseres Heilandes. Er kommt auf diese Erde in Niedrigkeit als der Zimmermann, nach außen nicht zu sehen. Der Zimmermannssohn aus Nazareth, keine Gestalt noch schöne. Und die Jünger sahen ihn auf dem Berg der Verklärung, der reine, heilige, ewige, unsterbliche, sündlose Gottessohn. Alles war Gold. Gold, 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 mit Gold gar nicht zu begreifen, gar nicht zu beschreiben. Wie stiftet ein Sinnbild auf unseren Herrn Jesus? Und wenn wir hier Zeit hätten, die ganzen Geräte zu betrachten, der siebenarmige Leuchter deutet auf den Herrn Jesus. Er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Die Schaubrottische deuten auf den Herrn Jesus, der Schaubrottisch mit den Schaubroten. 12 Schaubrote nach den 12 Stämmen Israels. Und das Brot im Alten Testament deutet auf den Herrn Jesus. Und der Jesus Christus sagt im Neuen Testament, ich bin das Brot des Lebens. Und in Israel muss an jedem Sabbat das Brot gewechselt werden. Das Licht musste jeden Morgen und jeden Abend gereinigt und nachgefüllt werden. Das Brot wurde einmal die Woche gewechselt. Und deswegen kommen wir einmal in der Woche zusammen. Und wenn wir hier in dieses Haus kommen, zu diesem Gottesdienst, dann wollen wir Brot des Lebens haben. Wir können nicht von dem Brot leben, was am letzten Sonntag hier gepredigt wurde. Und am nächsten Sonntag können wir nicht von dem leben, was heute hier gepredigt wurde. Das Brot des Lebens muss immer wieder neu gegeben werden, ihr Lieben. Ich glaube, ihr habt mich verstanden, wenn ich heute Morgen gesagt habe, dass der himmlische Dienst unseres Herrn Jesu der wahre Gottesdienst ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir unsere Hände in den Schoß legen müssen. Nie und nimmer. Begebet eure Leiber zum Opfer, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Die Witwen und Waisen ihrer Trübsal besuchen, das ist ein wahrhaftiger Gottesdienst. Wir haben so viele Stellen in der Bibel, die von dem richtigen göttlichen Gottesdienst reden. Versteht recht, ihr Lieben, nicht, dass es ein Missverständnis gibt von heute Morgen. Wir haben hier einen richtigen Gottesdienst. Der Heilige Geist, das Wort Gottes, dient unseren Herzen, damit wir das Irdische verlieren und Himmlisches bekommen. Aber gleichzeitig sollen auch wir dem Herrn dienen. Die Brüder und Schwestern, die sich abmühen, vollamtlich dem Herrn zum Dienen. Unsere Sonntagsschultanten und alle, die nebenamtlich Woche für Woche treu ihren Dienst tun und unsere Gemeindeältesten und alles, was wir haben. Natürlich das auch Gottesdienst, ihr Lieben. Das ist eine Wechselbeziehung. Eins ohne das andere geht nicht. Und wenn wir hierher kommen, was erwarten wir von diesem Gottesdienst? An jedem Sabbat wurden die 12 Schaubrote gewechselt. Dann wurden sie im Tempel verzehrt von den Priestern und da wurden frische Schaubrote aufgelegt. Und wenn der Sabbat kam, wurden sie wieder gewechselt. Dann gab es wieder frisches Brot. Immer wieder muss es frisches Lebensbrot für uns geben, ihr Lieben. Der ganze Tempel im Alten Testament ist ein Sinnbild auf den Herrn Jesus gewesen. Licht des Lebens, Brot des Lebens, der Brandopferaltar, wo unser Heiland am Kreuze starb. Das Waschbecken, das Wasser und Blut aus seiner Seite floss. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite, heilige Flut, mir das Heil sein, das frei macht von der Sündenschuld und Macht. Der ganze alttestamentliche Opfer- und Tempeldienst, ein Sinnbild auf den Herrn Jesus. Und der Schreiber des Hebräerbriefes zählt nur ganz kurz das auf und geht sofort von dieser kurzen Aufzählung, wir lesen das hier in Vers 6, geht es sofort über in das Neue Testament, um uns zu zeigen, der alte Bund mit dem Gottesdienst im Stiftzelt und im Tempel hatte nur eine wegweisende, eine schattenhafte Bedeutung auf den Herrn Jesus. Jetzt ist aber der Herr Jesus da. Brauchen wir da noch Schattenbilder? Ich habe 1955 miterlebt, als die letzten deutschen Kriegsgefangenen zu Tausenden aus Russland zurückkamen. Der damalige Bundeskanzler Adenauer war dort gewesen
Und im Lager Friedland gab es die Begegnung. Da konnte man die Mütter und die Väter und die Großmütter und die Ehefrauen sehen, die erwachsen gewordenen Kinder mit den Bildern von ihren Männern und Vätern und Söhnen. Jahrelang, über 10 Jahre lang hatten sie ihre Männer und Söhne und Väter nicht gesehen. Sie hatten nur die Bilder. Und dann liefen sie mit diesen Bildern durch das Lager. Wo ist dieser Mann in den 10 Jahren? Hatte der sich so verändert, dass man ihn kaum noch erkennen konnte? Und ihr Lieben, da blieb kein Auge trocken. Dann lagen sie sich in den Armen. Und dann fielen die Bilder zur Seite. Dann steckte man die Bilder in die Taschen. Manche Bilder fielen auf den Boden, als die Frauen ihre Männer umarmten. Sie haben sich bald tot gedrückt, geküsst. Immer wieder gedrückt, bist du es wirklich, lebst du noch? 10 Jahre lang haben wir nur Bilder von dir gehabt und nun bist du wirklich noch einmal aus dem Tode zurückgekommen. Ihr lieben Geschwister, versteht ihr, was ich euch sagen will? In dem Augenblick, wo eine Ehefrau, wo eine Mutter, wo ein Kind nach über 10 Jahren Anschauen der Bilder diesen Sohn und Vater und Ehemann wieder zurück hat, in Natur, wie er leibt und lebt, ja, da brauchen die doch keine Bilder mehr. Die Bilder bleiben dann nur noch Erinnerung. Aber nun ist der Mann doch aus der Kriegsgefangenschaft zurück, nun ist der Vater doch wieder in der Familie, wir haben ihn doch wieder. Und ihr Lieben, der alte Bund war ein Sinnbild, ein heiliges Sinnbild, ein göttliches Schattenbild, ein himmlisches Abbild auf unseren Herrn Jesus. Aber ihr Lieben, wir wollen doch in die Bilder nicht mehr zurückfallen. Ich bin so froh, dass ich in diesem Hause kein Bild sehe. Ich bin mal in Bayern in einer lutherischen Kirche gewesen, dort habe ich 23 Mal das Kruzifix gezählt. 23 Mal abgebildet, große, kleine, mittlere Kreuze, wie der Heiland am Kreuz hängt, in Holz und Metall und Gold und Silber. 23 Kreuze in einer einzigen Kirche. Was kann man da manchmal für Heiligenbilder sehen? In den osteuropäischen Kirchen ist das greulich. Der römischen katholischen Kirche ist es ja so ähnlich. Aber lieben, wir brauchen doch keine Bilder mehr. Wir brauchen doch zum Gottesdienst keine Kerzen, keine Altäre. Meint ihr, ich müsste, wenn ich hier auf die Kanzel trete, mir so ein buntes Kleid anziehen, irgendwelche Priestergewänder? Wir brauchen doch diese Bilder nicht mehr. Und im Alten Testament hatte nur der hohe Priester ein Herrlichkeitskleid. Die normalen Priester nicht. Die hatten nur ein weißes Kleid. Und die wurden 7 Tage lang geheiligt, ehe sie den Dienst tun konnten. 7 Tage lang. Und hatten nur das weiße, schneeweiße Leinen- und Priesterkleid an. Mehr nicht. Und nur der hohe Priester hatte über dem weißen Kleid ein blaues, blau und weiß, die Farben der Himmel, des Himmels und der Heiligkeit Gottes. Und dann drüber hatte den Ephod. Und der Ephod ist ein Überkleid gewesen mit den Farben Scharlach und Purpur, die Farbe des Königs und des Opferblutes. Und dann hat er auf der Brust die 12 Edelsteine und auf den Schultern die 12 Edelsteine. Und dann hat er die heilige Krone, den Kopfbund. Und dort stand auf Hebräisch von rechts nach links, heilig dem Herrn. Das waren Schattenbilder. Und jetzt haben wir den Herrn Jesus, wir brauchen keine Schattenbilder mehr. Und wenn wir anfangen, uns mit Bildern zu befassen und mit Gewändern zu behängen und vor Kerzen niederzufallen, wie man das im Namen ins Christentum tut, ihr Lieben, das haben wir oft genug in Israel gesehen, wie man an den heiligen Städten niederfällt und die toten Steine küsst und die Rosenkränze weiht, in der Geburtskirche in Bethlehem oder sonst wo, in der Grabeskirche in Jerusalem. Ja, dann erkennt man, diese Menschen haben den Herrn Jesus nicht im Herzen. Sie haben nicht die Wirklichkeit. Sie hängen sich an Äußerlichkeit. Und die Äußerlichkeit ist keine Wirklichkeit. Die Äußerlichkeit ist Vergänglichkeit. Ist irdisch und vergänglich. Ihr glaubt doch nicht, ihr Lieben, wenn ich äußerlich heute Nachmittag vor euch stehe mit 1,87 Meter Größe.
dass das meine Wirklichkeit ist. Das ist Äußerlichkeit, das ist Vergänglichkeit. 100 Jahre lebt keiner mehr von uns, oder? Sind wir alle tot, oder? Vor 10 Jahren war ich das erste Mal in eurer Gemeinde. Wo sind die 10 Jahre? Weg. Und die nächsten 10 Jahre sind genauso weg. Und nochmal 10 Jahre, da ist der größte Teil von uns gestorben, falls der Herr verzieht, wiederzukommen. Und dann meinen wir, das ist Wirklichkeit? Das, was wir an uns sehen? Schwarze oder blonde Haare, große oder kleine Figur, Mann oder Frau, das ist doch keine Wirklichkeit. Das ist Äußerlichkeit. Wirklichkeit ist der Mensch, der Christus in seinem Herzen hat. Hast du Christus in deinem Herzen? Tja, dann hast du Wirklichkeit in dir. Hast du ihn nicht? Da bist du eine leere Erdenhülle, die spätestens vergeht, wenn sie dich beerdigen. Und dann dauert es nicht mehr lange, da bist du so verwest, dass nichts mehr von dir wiedergefunden wird. Das Menschenleben ist wie Gras. Und ich wundere mich manchmal, wenn man so in die Gemeinden hin und her kommt, man fährt ja so das Jahr über durch viele Gemeinden, mit vielen aufrichtigen Kindern Gottes Gemeinschaft. Ich rede jetzt nicht vom toten Namenschristentum, nicht, dass jemand denkt, ich stehe da irgendwo in so einer prunkvollen, mit Götzenbildern überladenen, marienanbetenden katholischen Kirche, also da habe ich noch nie gepredigt. Dass wir uns recht verstehen, ja? Wir kommen auch gar keine Einladungen von denen, die an dem toten Namen ins Christentum leben, weil ihnen das Wort viel zu kräftig und viel zu deutlich ist. Wohlverstanden. Ich komme mit Brüdern und Schwestern zusammen, wie ihr seid, die aufrichtig dem Herrn Jesus nachfolgen wollen. Aber da kannst du manchmal was sehen. Die letzte Modetorheiten der Welt hängen sich unsere Schwestern an den Leib. Und warum schmücken die sich so äußerlich? Weil sie innerlich nichts haben. Wer innerlich etwas hat, der hängt sich nicht an das Äußere, weil er genau weiß, das Äußere vergeht. Es sinkt sich so leicht, die Freuden dieser Erden, sei ich wie Schaum vergehen. Sie konnten mir nichts werden, dein Kreuz nur blieb mir stehen. Aber liebe Geschwister, das Ausleben ist doch das Entscheidende. Nehmen wir mal an, wir würden uns auf der Straße begegnen. Wir sind stockfremd. Du hast mich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe dich noch nie gesehen. Ja und? Guten Tag. Gehen einander vorbei. Ja, das ist ein älterer Mann. Und das ist eine ältere Frau. Naja, so gibt es ja viel auf dieser Erde. Man sieht da die Leute so gehen und stehen und plötzlich sehen wir uns hier in diesem Haus. Ich sehe dich plötzlich da unten sitzen. Du singst die Glaubensliebe über den Herrn Jesus. Du sitzt plötzlich hier oben im Chor. Ach, denke ich, also das hätte ich ja gar nicht gedacht. Den Mann, den ich auf der Straße da gesehen habe, das ist ja ein Bruder in Christus, was der in sich hat. Wie der singen kann. Tja, und dann tue ich meinen Mund auf. Da sagst du, das ist ja nicht zu fassen. Dieser Mann ist doch auf der Straße an mir vorbeigegangen. Das hätte ich ja nie gedacht, was in dem drin ist. Warum hast du das nie gedacht? Ja, weil du äußerlich nicht siehst. Und warum siehst du äußerlich nichts? Weil das Äußere keine Wirklichkeit ist. Wirklichkeit ist das Innere. Ich rede jetzt von der göttlichen Wirklichkeit. Wir verstehen uns. Und jetzt versteht ihr Lieben, die Kinder Israel im Alten Testament hatten Schattenbilder, göttliche Schattenbilder. Es gibt ja auch dämonische Schattenbilder, nicht? Da darf man natürlich nicht drüber sprechen. Ich bin dann überall der böse Mann, wenn ich was gegen den Osterhasen sage, der da Eier legt, und gegen den Weihnachtsbaum, das alte Wotan-Symbol der alten Germanen, da bin ich gleich der böse Mann. Das sind dämonische Schattenbilder. Das ist wohl was ganz anderes, ihr Lieben, was total anderes. Ich habe genug erlebt, gerade in den letzten Evangelisationen, die ich hinter mir habe. Die Menschen an solche dämonischen Dinge gebunden sein können. Und wie der Feind Menschen gebraucht, sie wollen glauben, können nicht glauben. Weil sie an solche Dinge gebunden sind.
Aber ich rede jetzt nicht davon. Von diesen falschen Abbildern und Schattenbildern und Götzenbildern, davon rede ich nicht. Ich rede davon, was Israel im Alten Testament hatte. Die hatten eine göttliche Ordnung, heißt es hier, unter dem ersten Bund eine Ordnung über den Gottesdienst und über das irdische Heiligtum. Und wir wissen, dass Nadab und Abihu, die beiden ältesten Söhne von Aaron, tot umfielen, weil sie nicht in der göttlichen Ordnung an diesem Heiligtum gedient haben. Ja, Moment, das waren doch im Alten Testament nur Schattenbilder. Sie hatten doch die Wirklichkeit im Herrn Jesus Christus nicht. Da sind die schon tot umgefallen an den Schattenbildern? Die Schattenbilder waren im Alten Testament so göttlich, dass die Priester im Tempel tot umfielen. Vor dem Altar, als sie das eigene Feuer opferten. 3. Mose 10 nachzulesen. Tja, ihr Lieben, jetzt verstehen wir Hebräer 10, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt, den Geist der Gnade schmäht. Wir haben es mit einem dreimal heiligen Gott zu tun. Wenn im Alten Testament die göttlichen Schattenbilder so heilig waren, dass Menschen an der Heiligkeit Gottes zu Tode kamen, wie viel heiliger ist die Wirklichkeit im Neuen Testament? Deswegen sagt unser Heiland zu Judas Iskariot, es wäre dir besser, du wärst nie geboren, als dass du des Menschensohn verrätst. Ist ja entsetzlich, ihr Lieben. Welch großes Heil haben wir in Christus? Wir lesen es ja immer und immer wieder im Alten Testament, wie der Herr sich seinem Volk offenbarte, nur in göttlichen Schattenbildern. Und Israel ging daran zugrunde. Wie viel mehr im Neuen Testament ist unser Gott ein heiliger Gott. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da steht in Hebräer Kapitel 12, ein verzehrendes Feuer. Nun gut, ihr Lieben, wir haben diese ersten Verse über die Schattenbilder, über das Abbild vom Himmel, im Alten Testament wohl verstanden. Es ist ein Sinnbild, ein göttliches Sinnbild auf den Herrn Jesus gewesen. Wir können jetzt im Einzelnen die Verse nicht auslegen. Ich sage noch einmal, da müssen wir eine ganze Bibelwoche über die Stiftshütte haben, über den alttestamentlichen Tempel. Das erlaubt uns die Zeit nicht. Der Hebräerbriefschreiber setzt das hier voraus bei seinen Zuhörern. Und ich muss es heute Abend auch bei euch etwas voraussetzen. Jetzt geht es weiter in Vers 6. Nachdem dieses alles so eingerichtet war, gingen die Priester fortan in den vorderen Teil der Stiftshütte und verrichteten den Gottesdienst in den vorderen Teil. Da gingen nur die Priester hinein, nicht die Leviten, nicht die normalen Männer Israels. Nur die Priester. Weiter. Vers 7. In den hinteren Teil aber ging nur der Hohepriester. Jetzt ist es in manchen Übersetzungen dick und fett gedruckt. Einmal im Jahr. Und das nicht ohne Blut. Er ging einmal im Jahr. Er musste mit Blut gehen, dass er für die eigenen Sünden unwissentlich begangen und für die Sünden des Volkes opferte. Jetzt müssen wir mal ganz kurz unterbrechen. Es geht ja gleich in Vers 8 und in Vers 9 die Erklärung weiter. Aber nur noch einmal. Nachdem das so eingerichtet war, gingen die Priester, ich wiederhole, sie gingen 1500 Jahre von Mose bis Christus, bis der Tempel von den Römern 70 nach Christus zerstört wurde. Über 1500 Jahre. Gingen die Priester Tag für Tag in den vorderen Teil des Heiligtums, der genannt wurde, das Heilige. Wir haben ja eben gehört, wenn man hineinkam, auf der rechten Seite der Schaubrottisch, auf der linken Seite der siebenarmige Leuchter und vor dem Vorhang der Rauchopferaltar. An diesem Rauchopferaltar stand zur Zeit des Neuen Testamentes Zacharias und der Engel Gabriel erschien ihm und kündigte die Geburt von Johannes dem Täufer an. Und er war aus der 8. Priesterklasse des Abia, lesen wir Lukas 1. Es gab 24 Priesterklassen. Und der Gottesdienst vor Gott war so heilig,
dass die Priester nur einmal im Jahr diesen Dienst taten. Jetzt rede ich also nicht von den hohen Priestern, ich rede jetzt von den Priestern. Sie können sich ja das mal wieder aufteilen. Sie müssten sich jetzt ein Jahr vornehmen. Ein Jahr hat 12 Monate. Teilen Sie mal doch 12 Monate. Und im Alten Testament gab es 24 Priesterabteilungen. Diese 24 Priesterabteilungen waren unter dem König David eingerichtet. Und die 8. Abteilung war die des Abia. Und aus dieser Abia-Abteilung kam der Zacharias. Das steht in Lukas 1. Steht im Alten Testament am Ende des 1. Chronikerbuches. Und nun wurden die Priester ausgelost, die vielen tausende Priester, die es gab. Da wurden die 12 Monate geteilt durch 24 Priesterabteilungen. Als nun Zacharias mit der 8. Priesterabteilung, da sind auch hunderte von Priestern gewesen, nach Jerusalem kam, hat er nur 14 Tage Dienst getan. Mehr war gar nicht möglich. Der Dienst vor dem heiligen Gott im Alten Testament war für die Priester nicht länger möglich. Sie durften erst mit 30 Jahren dienen und mit 50 Jahren waren sie frei vom Dienst. Warum? Weil auch die Priester im Alten Testament noch zu sehr im sündigen Fleisch lebten und ihr Dienst an den göttlichen Abbildern so ein heiliger Dienst war, dass die Priester nur in der Lage waren, 14 Tage im Jahr Gottesdienst zu feiern. Sie können das mal nachlesen im Alten Testament, 1. Chroniker ab Kapitel 22. Dort werden alle Sänger und Priester und andere Abteilungen, Torhüter, alles wird aufgezählt. Da kann man das genau nachlesen. Und nun schauen Sie, die Priester gingen in das Heilige, in den vorderen Teil. Der Hohepriester in den hinteren Teil, in das Allerheiligste, der ging nur einmal im Jahr mit Blut für die eigenen und für die Sünden des Volkes. So, das ist jetzt der Dienst der Priester im Alten Testament am göttlichen Abbild im Heiligtum, Stiftshütte oder Tempel genannt. Jetzt aber, ihr lieben Geschwister, müssen wir genau hinhören, Vers 8. Damit macht der Heilige Geist deutlich. Im Alten Testament hat also der Heilige Geist die Inspiration gegeben, dass die Stiftshütte gebaut wurde und dass die Priester den Tempeldienst taten. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg in das Allerheiligste, in der meisten Übersetzung heißt es in das Heilige, noch nicht offenbar war, das heißt geschlossen war, solange die vordere Hütte stünde. Es gab also bei diesem Heiligtum einen Vorhof, dort kamen nur die Männer hin und die Leviten. Dann gab es das Heilige, dort kamen nur die Priester hin. Und dann gab es das Allerheiligste, dort kam nur der Hohepriester hin. Israel blieb im Vorhof stehen, die Priester blieben im Heiligen stehen und nur ein einziger Mensch aus dem ganzen Volke Israel, der Hohepriester, konnte einmal im Jahr in das Allerheiligste. Im Allerheiligsten wohnte aber Gott. Somit konnten die ihnen der Israel Gott nicht nahen. Die Kinder Israel mussten im Vorhof warten. Die Priester mussten im Heiligen warten. Und warum das? Der Heilige Geist macht deutlich, dass der Weg zu Gott in das Allerheiligste, zum Gnadenthron, zu den Cherubim, noch nicht frei war, solange die vordere Hütte stünde. Wann wurde denn dieser Weg frei in das Allerheiligste? Ihr lieben Geschwister, als unser Heiland starb, da zerriss der Vorhang des Tempels von oben an bis unten aus und da war der Weg frei in das Allerheiligste. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. So geht es ja dann auch in Hebräer 10, Vers 19 weiter. Nun haben wir den freien Zugang
durch das Blut, durch den Leib Jesu, zum Gnadenthron im Himmel. Im Alten Testament hatten die Kinder Israel ein Heiligtum, in dem Gott wohnte, und das Heiligtum war verschlossen. Ganz außerhalb des Heiligtums, man weiß es ziemlich genau, 490 Meter ist der Tempelplatz lang und 321 Meter breit, dort war der große Vorhof der Heiden, nichts von x-beliebigen Heiden, die kamen, nein, da kamen nur aus den Heidenvölkern zum Judentum übergetretene Heiden, die Judengenossen waren, die beteten im Vorhof. Dann kam der Vorhof der Frauen, dann kam der Vorhof der Männer, dann kam der Altardienst der Leviten, alles noch vor dem Tempel. Da gab es 4 Abteilungen vor dem Tempel. Dann erst konnten die Priester in das Heilige und als letzte der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste. Also hatte Israel einen Tempel, der geschlossen war. Ja. Aus dem äußersten Ende der Erde kamen die Heiden und blieben auch am äußersten Ende des Tempels. Die Frauen, die rein waren, die kultisch rein waren. Wir wissen, dass eine Frau 12 Jahre den Blutfluss im Neuen Testament hatte. Die war kultisch nicht rein, die konnte nie den Tempel betreten. Die Frauen, die kultisch rein waren, die blieben weiter ab. Die Männer gingen ein paar Schritte näher, die mussten kultisch rein sein. Und dann erst die Leviten und dann erst die Priester und dann erst der Hohepriester. So viele Barrieren waren vor der Heiligkeit Gottes. Und nun merken wir auf einmal, was das Erlösungswerk von Golgatha bewirkt hat. Dass alle diese Barrieren vor dem heiligen Gott durch das Blut unseres Heilandes, durch sein Leiden und Sterben abgetan sind. Der Apostel Paulus sagt mehr als einmal im Neuen Testament, hier ist weder Mann noch Weib, hier ist weder Jude noch Heide, hier ist weder Barbar oder Sküte oder was er für Völkerschaften aufzählt, sondern wir sind alle eins in Christus, Epheser 2. Unser Heiland hat durch sein Blut Frieden gemacht, er ist unser Friede, er hat den Zaun abgerissen, der zwischen Juden und Heiden stand. Der Vorhang ist zerrissen, als auf Golgatha starb. Wir dürfen zum Gnadenthron. Wir brauchen kein verschlossenes Heiligtum. Wir müssen uns nicht mit dem Vorhof im Tempel zufrieden geben. Wir brauchen keinen Priester und keine Fürsprecher und keine Mittler und keine Heiligen und keine Maria und keinen Papst. Und niemand brauchen wir. Der Himmel steht offen für jeden, wer den Namen des Herrn Jesu anrufen wird, der soll errettet werden. Man kann es nicht fassen, dass die Menschen das nicht begreifen wollen. Überlegt einmal, ich weiß nicht, wie viele hier sind, wir sind auch gewiss einige hundert. Wir beten und der Jesus hört unser Gebet. In den anderen Gemeinden dieses Ortes ist heute auch gebetet worden. Und der Jesus erhört unser Gebet. Und in den vielen Städten und Dörfern in Deutschland ist heute gebetet worden, wird noch gebetet. Der Jesus erhört unser Gebet. In ganz Deutschland wird gebetet, der Herr Jesus erhört das Gebet in deutscher Sprache. In dem riesengroßen Russland wird gebetet. Im Westen von Brest bis nach Osten, nach Wladiwostok, da wird gebetet. Und Gott erhört das Gebet. In Amerika wird gebetet. In Nordamerika in Englisch, in Südamerika in Spanisch oder Brasilianisch. Oder in Portugiesisch. In Afrika wird gebetet. Rufe mich an in der Not. Wir können den Herrn Jesus immer anrufen. Millionen von Menschen rufen ihn an. Und der Jesus erhört dieses Gebet. Ist so etwas möglich? Wir können ja das irdisch gar nicht vergleichen, wenn wir den Telefonhörer aufnehmen, rufen jemand an, besetzt. Aber im Himmel gibt es nie ein besetzt, ihr Lieben. Unser Heiland war vor 2000 Jahren auf dieser Erde. Unser Heiland ist in diesen 2000 Jahren nicht eine Sekunde älter geworden, wie wir Menschen. Weil wir Menschen in der Vergänglichkeit leben, werden wir älter. Weil unser Heiland aber in der göttlichen Wirklichkeit lebt, ist er gestern, heute, in alle Ewigkeit derselbe.
Wir können doch nicht sagen, ihr habt eine Religion, einen Heiland, 2000 Jahre alt. Stimmt doch gar nicht. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie viele Tage hat das Jahr? 365 dieses Jahr. Nächstes Jahr sind es wieder ein paar mehr. Oder ein Tag mehr, verzeihen. Sein Schaltjahr. Aber dieses Jahr hat es 365 Tage. Und, tja, der Heiland sagt, 365 Mal, ich bin bei euch alle Tage. In diesem Jahr ist er schon 18 Tage bei uns gewesen. Tja, und die anderen Tage, die noch kommen, da ist er bei uns. Das sagt er zu mir. Das sagt er zu Millionen von Gläubigen auf dieser Erde. Er ist bei mir in Deutschland, ist bei meinen Geschwistern in Russland, bei meinen Geschwistern in Afrika, bei meinen Geschwistern in Amerika. Überall ist er bei uns. Wie ist so etwas möglich? Tja, ihr lieben Geschwister, weil sein Leiden und Sterben den Zugang zu Gott geöffnet hat. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, sagt, dass der Vorhang im Tempel so dick war, wie eine Männerhand breit ist. Das war ja ein Teppich. Und dieser Vorhang zerriss von oben an bis unten aus. Der Weg zum Paradiese, der Weg zu Gott ist frei. Der Weg zum Paradiese geht über Golgatha. Der Heilige Geist macht deutlich, solange das vordere Heiligtum noch steht, solange ist der Weg noch nicht frei. Aber nun, Vers 9, dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit im Tempel, in Jerusalem. Es werden Gaben und Opfer dargebracht. Also stand der Tempel in Jerusalem noch. Ist der Hebräerbrief früher geschrieben als 70 nach Christus? In der gegenwärtigen Zeit werden Gaben und Opfer dargebracht, die den nicht im Gewissen vollkommen machen können, die im Gottesdienst mitwirken. Also ein Mensch in alttestamentlicher Weise bekommt nie ein reines und unverletztes Gewissen, wenn er in alttestamentlicher Weise Gottesdienst feiert. Warum? Es ist nur ein Schattenbild. Und nun kommen wir in das Neue Testament. Ich greife jetzt ganz schnell auf Vers 14 vor. Wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unsere Gewissen von den todbringenden Werken zu reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Also doch Gottesdienst. Aber in der richtigen Reihenfolge. Erst muss der Heiland als der Hohepriester uns dienen. Er muss uns reinigen von den toten Werken, von den todbringenden Werken. Und dann können wir Gott dienen, Vers 14 zum Schluss, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Also im Alten Testament hat Israel an den Schattenbildern Dienst getan. Und die dort den Dienst getan haben, die haben kein vollkommenes Gewissen gehabt. Vers 9. Weil das Blut der Stiere, der Schafböcke, der Ziegen, der Lämmer, die geopfert wurden, das konnte niemals das Gewissen eines Menschen reinigen. Wenn man so als Evangelist unterwegs ist, dann schaut man den Menschen in die Augen. Dann sieht man sofort, ob die Menschen ein reines Gewissen haben oder nicht. Die Augen sind Spiegel der Seele und ein Teil der Seele des Menschen ist sein Gewissen. Und das Gewissen, was der Mensch hat, ist der göttliche Staatsanwalt. Und der göttliche Staatsanwalt registriert jede Sünde, die der Mensch tut. Und jede Sünde, die der Mensch tut, belastet das Gewissen. Der Staatsanwalt registriert das. Er ist göttlicher Staatsanwalt. Und das Gewissen ist unbestechlich. Sünde bleibt Sünde. Mord bleibt Mord. Lüge bleibt Lüge. Die Gedanken untereinander entschuldigen sich oder verklagen sich, sagt Römer 2. Das Gewissen nicht. Das Gewissen bleibt unbestechlich.
Und das Gewissen sagt dem Menschen, es gibt einen Gott. Das Gewissen sagt dem Menschen, du bist ein verlorener Sünder. Das Gewissen sagt dem Menschen, du brauchst einen Heiland, tu Buße und bekehre dich. Wir kamen heute einen Anruf von einer Schwester. Sie hat 1748 Kassetten verteilt. Ich habe das nicht gezählt, ich muss ihr ja glauben. Und sie wird mich gewiss nicht belogen haben. Sie führt eine Liste und weiß ganz genau, wie viele Kassetten habe ich jetzt im letzten Jahr verteilt. 1748. Eine tüchtige Schwester, nicht? Sie will dann immer solche Kassetten haben, wo die Gottlosen angesprochen werden, damit sie sich bekehren sollen. Nun hat so ein Mensch so eine Kassette bekommen, die ich irgendwo gepredigt habe in einer Evangelisationsversammlung, und hat diese Kassette zurückgegeben und hat gesagt, wenn ich mir länger diese Kassetten anhöre, muss ich mich bekehren. Wie kommt dieser Mann darauf, so zu reagieren? Weil er ein Gewissen hat. Der Mensch hat ein Gewissen. Was glaubt ihr, was in unserem Lande los ist, bei den Menschen, die ihre Kinder töten, bevor sie geboren sind? Die müssen in die Behandlung von einem Psychiater. Es gibt Spezialbehandlungen für solche Leute. Warum? Sie werden mit ihrem Gewissen nicht fertig, weil sie ihre eigenen Kinder gemordet haben. Es sei denn, dass ein Mensch unter das Blut Jesu kommt und das Blut Jesu reinigt unser Gewissen, Vers 14. Und wenn unser Gewissen gereinigt ist durch das Blut Jesu, dann ist es in unserem Leben so, als ob wir nie gesündigt hätten. Obwohl wir gesündigt haben. Weil das Blut Jesu die Macht hat, unsere Sünden so zu vergeben, dass auf unserem Gewissen keine Belastung mehr ist. Jede Sünde belastet das Gewissen. Und jede Sünde bindet an den Teufel. Und jede Sünde verhärtet mein Herz. Habe ich jetzt Vergebung meiner Sünden durch das Blut Jesu, dann bin ich erlöst von der Bindung an den Teufel. Dann ist die Verhärtung in meinem Herzen aufgehoben und mein Gewissen ist frei. Woran sieht man das? Das sieht man den Menschen in den Augen und im Gesicht an. Man erkennt sie am Lide, am leuchtenden Gesicht. Und wie oft habe ich Menschen kennengelernt, Kinder Gottes, Gläubige. Oh. Was haben die für einen trüben, verschleierten Blick? Man sieht manchmal Gläubigen die Unreinheit ihres Leibes in ihren Augen. Man sieht manchmal die unreinen Geister, mit denen sie befleckt sind. Das sieht man Kindern Gottes im Gesicht an. Weil das Gewissen durch die Augen spricht. Und weil die Bindungen des Satans in den Herzen durch die Augen sichtbar wird. Denn wenn Menschen in Berührung mit dem Evangelium kommen, dann bedeutet das, dass das Gewissen sich sofort auf die Seite des Evangeliums stellt und im Herzen des Menschen dieser Kampf tobt. Du musst dich bekehren. Du, jetzt ist einer gekommen. Jetzt redet einer mit dir. Jetzt predigt einer mit dir. Jetzt ist diese Woche Bibelwoche. Und dann spürt man manchmal, sieht man manchmal in den Augen der Menschen, wie das Unerlöste in ihnen Angst hat vor der Bekehrung. Bei der letzten Bibelwoche kam ein katholisches Mädchen zum Glauben. Ich habe mal einen Evangelisten gesprochen, er ist 25 Jahre in den katholischen Ländern Süddeutschlands. Und er evangelisiert sehr viel auf der Straße und ach, da sind Gemeinden entstanden, das ist ein Leben, das staunt man nur. Wenn man da von Jahr zu Jahr zu Jahr hinkommt, dann wächst die Gemeinde äußerlich, die platzt aus allen Nähten. Wächst natürlich auch innerlich. Und die Menschen, die zum Glauben kommen, die kommen von der Straße zum Glauben. Sicher, jetzt werden langsam den jungen Ehepaaren Kinder geboren und in 10 Jahren, dann wird sie wohl auch die Gemeinde etwas rekrutieren aus ihren gläubigen Kindern.
Aber die Gemeinden, die so aus dem Nichts entstehen, in geistlich toten, erweckungslosen Gebieten, die Leute kommen von der Straße. Und wie kommen sie? Als Sünder. Dieses Mädchen lebt im Ehebruch. Ja, wieso? Mache ich seit dem 13. Lebensjahr. Sie hat sich bekehrt, wohl verstanden. Aber ihr hättet mal sehen sollen, wie das Gewissen in ihr reagiert hat. Was man in ihren Augen sehen konnte, was das für ein Kampf war, als sie den Namen Jesu anrief. Sie wurde weiß und blass und rot im Gesicht und der kalte Schweiß trat ihr auf die Stirn. Warum? Weil die Sünde sie festhalten wollte. Das Gewissen verklagte sie. Und der Ruf des Evangeliums erreichte sie, bekehre dich. Ich habe immer wieder erlebt, wenn in solchen Gegenden evangelisierten, da triffst du kaum einen jungen Mann oder kaum ein junges Mädchen. Die sind noch keine 20, die haben gehurt wie sonst was. Und alles schön fromm katholisch, ne? Schön namenschristlich. Tja, ja. Ostern und Weihnachten gehen wir in die Kirche. Und was dazwischen ist, das gehört dem Teufel. Ihr Lieben, ihr müsst mal an diese Front kommen, um zu sehen, wie die Sünde Menschen, junge Menschen zugrunde richtet. Und wie auch Menschen nicht zum Glauben durchdringen können, weil die Sünde sie zurückhält. Die wollen und die können nicht. So eine Macht hat die Sünde in ihrem Leben. Anfang Dezember kam eine Familie, ein Ehepaar zum Glauben. Bevor ich in Süddeutschland eine Evangelisation anfing, aber ich wurde dann noch damit konfrontiert. Und da war eine Frau, die hatte eine innere Schau. Was ist das, eine innere Schau? Nun, man hat innerlich eine Vorstellung. Der Handwerker, der hat eine innere Schau, das bringt er aufs Papier, das zeichnet er und dann baut er das. Fertig aus. Das ist eine innere Schau. Aber diese Frau hat eine dämonische innere Schau. Sie konnte Hexen machen. Hexenpuppen. So 30 cm lang und 30, 40 cm hoch. Die ritten alle auf so einem Besen. Und in Süddeutschland muss die Hexe neben dem Weihnachtsbaum hängen. Habt ihr das gewusst? Was das für eine dämonische Kombination ist? Und je mehr diese Frau so etwas herstellt, das musste gebastelt werden, das war Arbeit, stundenlang dauerte das. Das Gerüst und das Gerüpp und dann die ganzen Kleider dazu und dann dieses abscheuliche Gesicht, was die dann hatten und diese Zähne und diese krumme Nase, die Hexe sah immer schlimmer aus. Und je mehr diese Frau das tat, umso mehr wuchs das Dämonische in ihr. Und umso dämonischer wurde die Vorstellung, die sie davon hatte. Und Gott sei Lob und Dank trat das Evangelium, der Evangeliumswagen, der trat ihr in den Weg, der fuhr an ihrem Herzen vorbei. Aber das war ein Kampf, dass diese Menschen zum Glauben kamen an den Herrn Jesus. Das kann ich euch sagen. Aber das war ein Sieg. Und das hatten wir gedacht, na, ob die durchhalten. Zwischendurch gab es noch einen Todesfall in der Familie. Das nahmen die auch noch so mit. Dann musste sie noch ins Krankenhaus. Die Mutter lag im Sterben und sie sollte sich bekehren. Da waren wir Dienstag oder Mittwoch da und dann nächste Woche, am Mittwoch, glaube ich, starb sie schon. Es kam alles noch dazwischen. Jetzt kam ein Anruf. Wir sind noch im Glauben dabei. Wir sind nicht mehr in die Hexenmacherei zurückgefallen. Gestern oder vorgestern, ich habe es jetzt vergessen. Also doch, kann der Jesus solche Menschen herausreißen? Natürlich. Warum? Weil sein Blut die Macht hat, die Sünde in deinem Herzen auszulöschen, das Dämonische in deinem Herzen zu besiegen, als ob du nie gesündigt hättest. Nun müssen wir zurück, ihr Lieben, zu Vers 8. Der Heilige Geist macht deutlich, solange die vordere Hütte, das alttestamentliche Heiligtum noch steht, ist der Zugang zum Allerheiligsten noch nicht offenbar. Das ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit. Also in Israel stand noch der Tempel. Es können Gaben und Opfer nie und nimmer die vollkommen machen, in ihrem Gewissen, die im Gottesdienst dienen. Dies sind nur äußerliche Ordnungen über Speisen, über Getränke, über verschiedene Waschungen, die so lange auferlegt bleiben,
bis die richtige Ordnung kommt. Ja, wann kam denn die richtige Ordnung, als unser Heiland auf Erden war? Da kam die Erfüllung dieser Ordnung. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, sagte Heiland in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 17. Christus aber, Vers 11, jetzt kommt das göttliche Aber. Christus aber ist als hoher Priester gekommen, als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch die bessere und durch die vollkommenere Stiftshütte gegangen, die nicht mit Menschenhand gemacht ist, die auch nicht von dieser Schöpfung ist. Siehst du, in dieser Schöpfung ist alles vergänglich. Die Priester waren vergänglich, die Stiftshütte war vergänglich. Vom Tempel Salomos ist nichts mehr da. Vom Tempel, den die Römer zerstört haben, von diesem Gottesdienst ist nichts mehr da. Es ist alles vergänglich. Christus aber ist gekommen als der wahre himmlische hohe Priester. Er ist durch eine vollkommene, durch eine bessere, durch eine himmlische Stiftshütte oder Heiligtum gegangen. Nicht von dieser Schöpfung, nicht mit Menschenhand gemacht. Auch nicht durch das Blut von Böcken und von Stieren, sondern durch sein Eigenblut. Ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Hast du es gehört? Im Alten Testament war zeitlich, vorübergehend, vergänglich, sichtbar. Der Heiland hat eine ewige Erlösung erfunden. Was ist ewig? Das Unsichtbare ist ewig. Was ist ewig? Dass das von Gott ist. Was ist ewig? Unser Heiland ist der ewige Heiland, der ewige Gott, der ewig Seiende, der ewig Bleibende, der Unvergängliche, der ewig Lebende. Und der hat eine ewige Erlösung erfunden. Kind Gottes, wie lange dauert deine Erlösung? Du hast eine ewige Erlösung. Und diese Erlösung reicht für die Ewigkeit. Jakob Vetter, der Gründer der deutschen Zeltmission, hat gesagt, das Blut Jesu Christi reicht bis an die Perlentore des himmlischen Jerusalems. Ist das nicht gewaltig? Das ist die ewige Erlösung, die der Heiland durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn wenn schon das Blut von den Stieren und von den Böcken und die Asche von der Kuh mit Wasser ausgesprengt, die Unreinen reinigt äußerlich, das waren also die Waschungen im Alten Testament, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen von den toten Werken. Geschwister, wisst ihr, was tote Werke sind? Tote Werke sind Werke, die wir ohne den Herrn Jesus tun. Tote Werke sind Werke, die wir in der Sünde tun. Und im Alten Testament haben die Kinder Israel tote Werke getan, weil sie den Herrn Jesus nicht hatten, wie Erfüllung im Herzen. Und weil ihre Sünden im Alten Testament unter der Bedeckung blieb, unter der Zudeckung. Erst als der Heiland rief, es ist vollbracht, da wurden allen Alttestamentgläubig rückwirkend die Sünden in Ewigkeit vergeben. Und deswegen sind mit der Auferstehung unseres Heilandes, Matthäus 27, die Heiligen aus dem Alten Testament mit auferstanden. Und erschienen vielen in der heiligen Stadt. Wir singen es ja in dem schönen Passionslied. Weinen möchte ich bitter weinen. Jesu Anblick bricht mein Herz. Selbst die Sonne will nicht mehr scheinen. Felsen beben gar vor Schmerz. Nicht nur die Felsen bebten. Die Gräber bebten. Und das war das Zeichen. Die alttestamentlich Gläubigen kannten keine Auferstehung. Weil sie keine Vergebung der Sünden hatten. Sie waren im Alten Testament im Wartezustand. Ihre Sünden waren unter der Bedeckung des Blutes von den Stieren und von den Böcken. Als unser Heiland sein Blut vergoss, als unser Heiland auferstand, wurde durch sein Blut für die alttestamentlich Gläubigen die Vergebung wirksam. Und wer Vergebung der Sünden hat, von den todbringenden Werken,
ja, ihr Lieben, der bekommt ewiges Leben. Und deswegen sind die alttestamentlichen Gläubigen mit auferstanden. Und deswegen hast du ewiges Leben, wenn du Vergebung der Sünden hast. Wenn der Heiland dir die Sünden vergibt, erlöst er dich von dem Tode, erlöst er dich von dem Satan, erlöst er dich von der Sünde und dann bekommst du ewiges Leben in dein Herz. Und deswegen wirst du einmal entrückt werden oder wirst du einmal auferstehen, selbst wenn du deinen äußeren Leib ablegen musst. Die Sündenvergebung und die Auferstehung gehören zusammen. Denn der Jesus hat ja die Auswirkung der Sünde, die Vollendung der Sünde, den Tod am dritten Tage überwunden. Sonst hätte ja der Heiland am Kreuz sterben können. Und wenn der Heiland im Grabe geblieben wäre, wie die anderen Religionsstifter auch, ja, dann hätten wir nur eine halbe Erlösung gehabt. Dann hätten wir zwar durch sein teures Blut Vergebung der Sünden, nein, hätten wir nicht. Warum nicht? Weil er nach der Auferstehung gen Himmel gefahren ist und weil Hebräer 9 sagt, Vers 12, dass er durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum, nämlich im Himmel, eingegangen ist und eine ewige Lösung erfunden hat. Durch die Auferstehung konnte der Herr gen Himmel fahren. Durch die Auferstehung hat er den Tod besiegt. Durch die Auferstehung ist er in der Himmelfahrt durch sein eigen Blut, mit seinem eigenen Blut vor dem Vater im Himmel erschienen. Und 10 Tage später wurde der Heilige Geist ausgegossen und das ewige Leben begann in der Urgemeinde. Und so bekommt jeder den Heiligen Geist und das ewige Leben, der an diesen Heiland glaubt, an diesen hohen Priester, an dieses Opferlamm. Es wäre schrecklich, wenn unser Heiland am Kreuz gestorben wäre und wir nicht auferstanden. Wäre schrecklich. Hätten wir einen toten Heiland. Er hat aber die Auswirkung der Sünde, den Tod, überwunden. Und deswegen darf es in unserem Leben keinen Tod geben, ihr lieben Geschwister. Keine toten Werke. Man hat ja immer so diese ewigen Fragen und immer wieder diese alten Fragen und Diskussionen. Ist dann alles in dieser Welt Sünde? Es gibt doch so wunderschöne Tierfilme. Es gibt doch so wunderschöne Gegenden in der Welt, wo man hinfahren kann, wo man Urlaub machen kann, was man sich im Fernsehen angucken kann. Das ist doch gewiss keine Sünde. Aber es sind tote Werke. Es sind tote Werke. Das ist keine brutale Sünde wie Mord und Lüge und Ehebruch. Aber es sind tote Werke. Die bringe ich dem Herrn Jesus nicht näher. Die ganze Schöpfung ist gefallen. Wusstest du das? Steht in Römer 8. Steht in der Sündenfallsgeschichte, 1. Mose 3. Und was man dir zeigt in schönen Filmen, ist gefallene Schöpfung. Die schönen Tiere, die du siehst, angeblich, nicht? Sagt man ja. Wir sehen nur solche Tierfilme. Tja, und ist gefallene Schöpfung. Die sterben noch früher als du. Der Elefante wird 80 Jahre alt, aber die anderen sterben früher. Und meinst du, durch diese gefallene Schöpfung, die du dir anguckst, kriegst du ewiges Leben in dein Herz? Tote Werke. Kann natürlich alles zu toten Werken werden, wenn du den ganzen freien Samstag an einem Auto rumbastelst. Und wenn du vielleicht noch am Sonntag, tust du zwar nicht äußerlich, aber das machst du dann in den vier Wänden, irgendetwas tust, und den Gottesdienst vernachlässigt, sind tote Werke. Die Bibel unterscheidet sehr wohl, was moralische Sünde vor Gott ist, die den Tod bringe. Der Tod ist der Sünde soll. Und die Bibel unterscheidet sehr wohl tote Werke. Aber tote Werke bringen auch den Tod. Nur du versündigst dich nicht moralisch an deine Mitmenschen. Wenn du den anderen belogen hast, bist du an dem anderen schuldig. Wenn du aber in deinen vier Wänden sündigst, bist du nur schuldig in dir vor Gott. Aber es sind tote Werke. Und nun steht hier geschrieben, das ist für mich das Erschütterndste, was wir im Neuen Testament haben, dass die Priester im Alten Testament an diesen göttlichen Ordnungen des Heiligtums letzten Endes tote Werke taten. Sie waren nicht wiedergeboren.
Sie mussten erst für die eigenen Sünden opfern und dann für die Sünden des Volkes. Sie hatten selber kein Leben in sich, darum konnten sie dem Volk kein Leben geben. Als aber der Sohn Gottes auf die Erde gekommen war und als er den Heiligen Geist ausgegossen hatte, nachdem er durch seine Himmelfahrt mit seinem eigenen Blut vor dem Vater erschienen ist, da tritt Petrus auf und sagt, diesen Fürsten des Lebens habt ihr getötet, aber den hat Gott auferweckt. Er hat ihn zu einem Heiland, zu einem König bestimmt über ganz Israel. Wer an ihn glaubt, der wird selig werden. Siehst du, wo das Leben ist? Beim Herrn Jesus. Das ganze Alte Testament, tote Werke. Was das Namenschristentum in den Trunk überladenen Kirchen und Domen hat, tote Werke. Schleppt man die Kinder zur Säuglingstaufe. Tote Werke. Oder meinst du, das wird Leben? Wenn Menschen mit 3 Tropfen Wasser betupft werden? Meinst du, das wird Leben? Und wie ist es in unseren Herzen, ihr Lieben? In unseren Familien? Wie sieht unser Alltag aus? Wie viele tote Werke haben wir? Ich kannte einen Beamten, als ich zum Glauben kam, und wenn man so junggläubig ist, ist man ja so brennend in der ersten Liebe, und da war mir ein lieber Bruder, und wir haben manche Stunde zusammengesessen und haben die Knie gebeugt. Und dann erzählt er so, weißt du, er war schon ein älterer Mann, ich werde bald pensioniert. Sofort ging das in meinem Herzen wie ein Kopf. Oh, der Bruder wird pensioniert? Und wenn der pensioniert wird, dann hat er mal so richtig Zeit für seine Bibel, dann hat er Zeit, Traktate zu verteilen, dann hat er Zeit, für den Herrn da zu sein. Ja, so habe ich Brüder kennengelernt. Ich habe im Ruhrgebiet einen Bergmann kennengelernt, der verteilt im Monat 5.000 Traktate. 5.000 Traktate. Und ich sah ihn unterwegs manchmal stehen und nahm ihn mit meinem Auto mit. Er konnte mit seinem Herzen nicht weiter. Er hatte Staublunge. Dann stand er da und war mit seiner Kraft am Ende, aber er wollte doch seine 5.000 Blätter verteilen. Das sind keine toten Werke, ihr Lieben, wenn einer mit der letzten Kraft seines Lebens sich um das Seelenheil der anderen kümmert. Und was sagt dieser Beamte? Du, sagt er, wenn ich mal pensioniert bin, dann habe ich Zeit für meinen Garten. Was? Für deinen Garten? Für dein Haus, für dein Auto, für deine Familie, für deinen Urlaub, für dein Wohlergehen, für deine Kur? Für alles hast du Zeit? Ich dachte, du hättest Zeit für den Herrn Jesus. Ihr Lieben, wir müssen keine moralischen Mörder und Ehebrecher sein, um Sünder zu sein. Unsere toten Werke, die wir tun, die trennen uns von unserem Gott. Und da liegt die Erweckungslosigkeit in unseren Gemeinden. Du kannst heute zu diesem Gottesdienst gekommen sein. Warum? Tja, ich muss mich ja schließlich sehen lassen, die kennen mich doch alle. Tote Werke, ich sage es dir. Du kannst heute zu diesem Gottesdienst gekommen sein? Naja, bei den Kindern ist das meistens so, die gläubigen Eltern drängeln, komm, geh mit. Tote Werke, ich sage es dir. Du kannst hier im Chor gesungen haben, um des Singens willen, nicht aus Liebe zu meinem Jesus. Tote Werke. Und denkt, ja, nicht, ihr Lieben, ich rede vom grünen Tisch. Als mein Vater heimgerufen wurde, habe ich ihn selbst beerdigt. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mal könnte. Habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, was das heißt, das Herz blutet. Habe ich nie gewusst. Ich habe das gehört und habe das gelesen und die anderen erzählten mir, blutet mein Herz. Mir hat noch nie im Leben mein Herz geblutet. Als mein Vater im Sarg lag, da hat mir mein Herz geblutet. Da habe ich das verstanden, was das heißt. Und die Beerdigung war vorbei, wir sitzen so im kleineren Kreis zusammen. Sagt die eine Tante, die war einmal erweckt in der Berliner Zeit, um die Jahrhundertwende, ist längst schon tot, sie wäre schon 100 Jahre. Ach, sagt sie, also was ich heute erlebt habe mit dir, und sie wurde wohl an die alte Zeit in Berlin erinnert, das war so richtig die Kraft Gottes. Ihre Tochter saß dabei, auch schon eine ältere Dame, alle nicht gläubig, nicht wiedergeboren. Ach, sagt sie, das ist die Begabung, du weißt ja, das liegt in der und der Richtung der Familie, die Tante sowieso war ja auch so. Ich musste mich schütteln. Die eine sagt Kraft Gottes, die andere sagt Begabung. Da ist auch noch die dritte Tante dabei. Die sagte, das war Routine, Erfahrung. Der hat das schon sehr oft gemacht, der kann das. Ja, was ist denn jetzt richtig?
Routine, Erfahrung? Am Grabe des Vaters bestimmt nicht. Da bestimmt nicht. Aber dann musste ich mich prüfen, du sag mal, kann dein Dienst zur Routine werden? Diese Tante hat widerwillen ein Stachel in mein Herz gelegt. Routine? Tote Werke? Der Gottesdienst läuft ab wie so eine Leier, wie so ein Leierkastenmann auf der Straße steht. Schrecklich, ihr Lieben, bloß keine toten Werke. Hier muss unsere Buße einsetzen, ihr Lieben. Wir können lange warten, bis sich die Mörder und Ehebrecher bekehren, weil kaum welche in unserer Mitte sind. Die toten Werke, die haben wir alle in unseren Herzen. Hier müssen wir Buße tun. Nicht erst warten, bis wir gesündigt haben, damit uns das Blut Jesu vergeben kann. Sondern bevor wir sündigen, ihr Lieben, das Blut Jesu in Anspruch nehmen, dass wir frei werden von den toten Werken. Entschuldigt, wenn ich hier so engagiert spreche. Das ist, was wir brauchen. Nichts anderes. Die Buße über die toten Werke, die Reinigung durch das Blut Jesu. Und jetzt unterbrechen wir, ihr Lieben, und machen morgen weiter.